Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam. Nein, Portale in die Unendlichkeit. Mann. Immer mache ich's falsch. Gut, wir haben einen Job ausgewählt. Und ja, es wird auch ein bisschen dauern, bis Story weitergeht. Ich habe mich erkundet. Erkundigt. So, und. Achso, hier müssen wir. Ach ja. Müssen wir nichts mehr machen, stimmt. Ich habe mich erkundigt. Ich habe mich nicht gespoilert oder nicht spoilern lassen, was die Story an sich angeht. Ich wollte nur erfahren, wann endlich Story losgeht. So, wann endlich mal was passiert. Story-relevantes. Und wie es aussieht, wird das bald der Fall sein? Also wir müssen jetzt noch zwischendurch ein paar Jobs erledigen, dies und das und halt ein bisschen schlafen, ne? Das ist halt unser Hauptziel, sag ich mal. Ein paar Nächte schlafen. Und, Anschuss. Denn es, während der Tage wird halt immer mal wieder was passieren. Haben wir nicht schon Strawicke? Ich glaube, ich haben wir Stra... Nee, haben wir nicht. Haben wir schon? Ich weiß nicht. Ich mach's mal nicht. Während der Zeit wird halt ein bisschen was passieren. So, während wir schlafen. Immer mal wieder. Und dann, ich habe keinen Plan, wie viele Parts es dauern wird. Ich weiß halt nicht, wie schnell ich durch die Dungeons durchkomme und so. Und wie viel, wie viel, Dialoge noch kommen. Wie viel Zeit das frisst, sag ich jetzt mal. Ich weiß halt nur, yo, ein paar Sachen erledigen, dann ist... Oh, lol, harte Box, nice. Dann fängt die Story erst richtig an und dann wird's auch so sein, dass es halt stetig mit der Story weitergeht. Also dann kommt die Story und dann hört sie auch erstmal so schnell nicht wieder auf. Oh, nein, noch nicht. Leuchtboden. Gold. Nice. Ich glaube, dann wird sie sogar halt durchgehend weitergehen. Wie gesagt, ich habe mich nicht krass spoilern lassen. Ich weiß nicht, was dazwischen noch gemacht werden muss. Ich weiß nur, okay, wir müssen halt noch ein paar Mal schlafen und dann kommen ein paar Events zwischendurch. So, ne? Ich meine, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, dass es so lange auf sich hat und immer nur so eine kleine Mini-Sequenzen eingespielt werden. Oder halt da sind, so. Es sind halt wirklich nur so ein paar kleine Sequenzen. Die kommen. Das ist halt das, was mich ein bisschen stört. Tatsächlich. Aber ja. Ich freue mich natürlich, dass es Story gibt. Und dass es die auch bald geben wird. Bin ich sehr, sehr froh drüber. Sehr froh. Es regt mich so auf, dass die Story so Ewigkeiten auf sich warten lässt, so gesehen, ne? Das ist halt einfach... Oh, ätzend. Warum auch immer, dass irgendwer sich überlegt hat, die Story so lange auf sich warten zu lassen. Oh, Strawicke hat zu viel Leben, ey. Kotzer! irgendwie, ich wollte die ganze Zeit noch irgendwas... Ich versuche mich hier gut auszudrücken, aber ich krieg's nicht geschissen, weil ich mich nebenbei halt die ganze Zeit auf das Gameplay, sag ich mal, konzentriere. Ja. Also... Ich glaube, wenn wir jetzt den Job erledigen, kommt eine Sequenz, dann beim nächsten Tag glaube ich auch wieder und dann nochmal einen Job erledigen und dann geht es erst richtig los mit der Story. Bin ich der Meinung. Also noch dreimal so gesehen pennen, dann haben wir richtig Story am Stissel. Oder? Irgendwie so. Und ja, das Paradies aufbauen ist halt prinzipiell wirklich nur nebensächlich. Boah, es ist hier gerade echt ein bisschen doof, ne? Wir sind hier gerade echt ein bisschen... Ich kann über die Ecke angreifen. Okay, alles klar. Gott, oh Gott, ey. Aua! Walter! Teddy, wo bist du denn hin? Ja, komm, nehmen wir für die nur auf. Na, ups.
So? Ja. Alles klar. Was wollte ich noch sagen? Ich bin gerade schon wieder... Ah, ich krieg's nicht geschissen, gleichzeitig zu zocken und irgendwas zu erklären. Wo war ich denn gerade? Achso, das Paradies aufbauen ist prinzipiell nur nebensächlich. Diese Jobs und so erledigen ist halt in dem Punkt wichtig, dass man halt seine Tasche vergrößern kann. Und... Oh, nice. Und ich glaube, um ein paar bestimmte Gegenstände zu bekommen halt. Sonst ist das nicht unbedingt nötig. Also beziehungsweise jedenfalls die Jobs erledigen. Das meine ich, ist das. Und das Paradies vergrößern ist nicht so wichtig. Ich glaube, das macht nur, dass du mehr Pokémon ins Paradies aufnehmen kannst halt. Und da ich darauf ja eh nicht aus bin, ist mir das prinzipiell egal. Alter, bleib, ich werde mich zu gut nehmen. Naja, ich will keine Pokémon schon umgebracht haben. Zwei Einheiten fruchtbare Erde, eins kostbarer Zweig, eins Stück Plosivsamen, wow. So, wir brauchen noch eine Quest, dann sind wir Silberrang, glaube ich. Stand ja immer unten. Genau. Neue Sequenz, Leute. Ist das ein Traum? Hilfe! Boah! Fuck! Das eben. Teddy schläft noch. Es war so ein Traum. Aber diese Stimme, die Stimme in meinem Traum, es ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich sie um Hilfe rufen höre. Das erste Mal war kurz bevor ich in diese Welt gekommen bin. Bist du vielleicht ein Mensch? Falls ja, dann habe ich eine Bitte an dich. Rette uns. Bitte rette die Welt der Pokémon. Wir brauchen deine Hilfe. Wenn ich so darüber nachdenke, dann... Diese Stimme wollte doch von mir, dass ich die Welt der Pokémon rette. Deswegen bin ich letztlich hier. Aber ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich tun soll. Ich dachte ja, das würde mir nach einiger Zeit schon klar werden, aber irgendwie... Bis jetzt ist noch nichts passiert. Aber jetzt hatte ich diesen Traum. Vielleicht kann mir diese Stimme einen Hinweis darauf geben, was ich tun soll. Aber so wie dieses Pokémon um Hilfe gerufen hat. Frage ich mich, ob es ihm gut geht. Ich kann es nur hoffen. Aber ich hätte wohl kaum seine Stimme gehört, wenn es ihm nicht gut ginge, oder? Dann wird es wohl noch immer gejagt. Ich muss ihm schnell helfen. Story, Leute! Ja, Nanu, Doki, du bist ja schon auf. Ja. Aha, Morgenstund hat Gold im Mund, was? Tja, weit konnte ich danach bloß nicht mehr einschlafen. Aber mir dauernd Gedanken zu machen, das bringt natürlich auch nichts. Ich kann wohl fürs Erste nur geduldig auf weitere Hinweise warten. Und falls dieser Traum tatsächlich der Schlüssel zu allem ist, dann offenbart sich mir beim nächsten Mal vielleicht noch etwas mehr. Wie dem auch sei, erstmal guten Morgen. Lass uns heute auch wieder alles geben. Natürlich. So. Story, Leute. Story. Oh ja, das war's prinzipiell. Wir machen einen nächsten Job und dann geht's weiter. Gucken wir mal. Was gibt denn? Das sind 150 Poke. Hier ab. Oh, erhalte das Item magische. Modische Brille. Ich wünsche mir dieses Item so sehr. Warum? Ich muss mir wünschen, einfach so. Oh. Okay. Rette Zwotronin. Okay. Ja, komm, nehmen wir die Quest. Nehmen wir. Hast du das auf dem Weg? Ja, mach ich. Aber vorher gehen wir noch in die Stadt und geben ein bisschen Geld aus oder so. Haben wir das Geld, also unser Geld noch dabei? Ja, haben wir, okay. Items, ablegen. Gyrock-Bock, könnte ich mal fixieren bald, ne? Das wäre vielleicht eine Idee. So. Noch ein Flea-Bock kann weg.
Die harte Box öffnen wir gleich. So, nein, erstmal in die Stadt. Erstmal in die Stadt. Ach so. Ja, dann ist egal. Was haben wir denn heute für ein Dings? Vorwellenfeuer, sehr gut. Hier, die Vorwellenfeuer, ich schaue folgendermaßen aus. Okay. Elektro, ach ja, stimmt. Erfahrungspunktebonus, AP, Energiesparer, Genauigkeitsbonus. Genauigkeit sogar, cool. Stimmt, wir haben ja heute Elektro. Morgen Wasser. Stand da, ne? Glaube schon. Hallo. Mir ist sowas eingefallen. Das ist nicht dein eigenes Tier. Ach Gott, ja, haben wir schon. Ist okay. Ja, das haben wir schon mit. Ja. Oh, wir haben das doch. Das wurde uns eben schon erklärt. Also, was heißt eben? Vor Jahren im Dungeon erklärt, was wir machen müssen. Oder was die Teamattacke ist. Beziehungsweise was sie ist, nicht, aber. Ne? Ach, meine Güte. Ja, ist immer nur die gleichen Items, habe ich das Gefühl, ne? Warlord, Mensch. Hab doch mal bessere Items. Naja, gut. Ja, die nächsten Parts werden halt relativ langweilig, wenn ich es mal so nennen kann. Es ist halt einfach nur Jobs erledigen und darauf hoffen, dass jetzt halt, beziehungsweise darauf warten, dass die Story halt Schritt für Schritt langsam weitergeht oder losgeht. Mehr ist es halt leider nicht. Es tut mir leid, ich finde das doof. Aber naja, gerade so als Let's Play finde ich es halt echt blöd. Aber gut, was soll ich machen, ne? Kann ich jetzt nicht ändern? Müssen wir so akzeptieren, würde ich mal sagen. So, was habe ich gerade aufgehoben? Hab's nicht gesehen. Zinkband, okay. Georgbrock fixieren. Mit L und R, ja, nice. Oh, da oben ist noch ein Item. Eine Siedelbeere, okay. Oh, die nehme ich mit. Hallo, Strawickel. Zick. Level 3 ist das höchste, ne? Bin ich der Meinung. Level 3 war das höchste. Das heißt, wir böllern jetzt einfach ein bisschen Gewissheit rein. Und leveln das dadurch ein bisschen, ne? Klingt doch nach einem guten Plan. Zack. Blut ist auch bei Level 2, das ist schön. Erstmal den Angriff hier wieder normalisieren. War doch Angriff, ne? Weil ich hab das Gefühl. Oh. Ich hab den grad normalisiert. Ja, ich konnte die Box eben nicht öffnen, Leute, ne? Nicht wundern, dass ich, ne? Ich denke, dass ich es vergessen hätte. Ich hab's vergessen, um ehrlich zu sein. ja. Wie gesagt, momentan ist es halt. Es ist halt langweilig. Ich habe auch nichts zu erzählen, weil es gibt nichts zu erzählen zu dem Spiel. So momentan und allgemein auch nicht. Es ist es halt eher. Ja. Nichts machen, so prinzipiell. Nur nochmal die ganzen Dungeons machen, die wir eh schon 20 Mal gemacht haben, gefühlt. Und langsam vorankommen. So. Das ist halt echt nichts Wichtiges. Ich würde es hier offscreen machen, aber ich weiß nicht, ob das so geil wäre. Ich weiß es nicht. Ich müsste ja trotzdem sowieso alles aufnehmen, so ist ja nicht. Aber es wäre dann wahrscheinlich trotzdem interessanter, dadurch, beziehungsweise besser, dadurch, dass ich dann zusammenschneiden kann und so weiter. Oh, dieser Heuler, ne? Ich bin doch gerade auf dem Feld gewesen. Ui. Ui. Das ist so Damage. Ja, ich könnte es theoretisch zusammenschneiden und dann die guten Stellen, beziehungsweise die wichtigen Stellen, die zur Story zählen, reinschneiden und so und die ganzen Dungeons und so rausschneiden lassen, aber naja, das könnte ich bei dem Part jetzt zum Beispiel nicht machen, weil ich ja den ganzen Part über schon darüber erzähle, wie es jetzt weitergeht. Und
Ich glaube, wenn wir das dann, wenn wir den Part hier überstanden haben, könnte es im nächsten Part schon wieder richtig losgehen. Schätzungsweise. Ich weiß aber nicht, wie lange das dauert. So ein bisschen schon. Aber genau weiß ich es halt leider nicht. Naja. Ist jetzt halt so. Mann! Also, ich meine, ich find's gut, dass so viele Pokémon kommen, ne? Also, ein bisschen nervig ist es doch schon gerade. Oh, ist nicht dein Ernst. Oh, das ist nicht dein Ernst. Heilige. Oh, neue Attacke für Teddy. Nitro-Ladung. Oh. Ja, anstatt einen Hodenschlag, würde ich sagen, ne? Ja, komm. Nitro-Ladung erlernt. Geil, ey. Geil, Nitro-Ladung ist eine schöne Attacke. Ist nett. Ist nett. So. Lul. Teddy wurde... Ach ja, Teddy wurde zu uns geportet. Warum nochmal? Haben wir eine Fähigkeit oder... Ich erinnere mich da an irgendwas. Vage. Ich meine mich da an irgendwas zu erinnern. Oh, an was? Warum wird er nochmal zu uns geportet? Wegen der Taktik? Nee. Ja, Kindwurm ist zurück zum Paradies, okay. Teamfähigkeiten, Taktik. Mir nach ist er, folgt dem Anführer, hält es sich direkt neben ihm Gegner auf, konzentriert es sich darauf, anzugreifen. Ne, wegen irgendeinem Item, glaube ich, ne? Versammlungscape, ja genau. Deswegen hat er sich, genau. Deswegen hat er sich zu uns geportet. Ja. Okay. Ich hab's ja doch noch herausgefunden, Leute. Ich kenne mich ja. In den meisten Fällen ist es so offensichtlich und ich check... Oh. Ui! Sieht so sick aus, der Move. Und ich check da nicht, was es eigentlich ist, warum das alles passiert ist so. Ja. Aber naja. Auf der Ebene angekommen, genau. Nice. Doppelhieb, Alter. Doppelhieb ist schon stark, ne? Schon nett. Gerade gegen Kindwurm. So, mit Drache und so. Effektiv. Ist schon schön. Und auch so. Zwei Hits. Null. Ein Hit. Schon wieder ein Hit. Mann, nein, Strafikel. Ich glaube, wir haben die schon. Also sonst war es ja immer, der Name wird dann gelb angezeigt oder so, wenn es schon im Team ist, ne? Also wird halt mit einer Farbe hinterlegt. Oh, hallo. Nein. So, nein. Die Karte bitte. So. Hallo. Zwartronin. Ist das ein Katzenwasser-Pokémon? Irgendwie so? So ein Katzenotter? Oder einfach nur ein Otter? Weiß nicht. Naja. So hoffen wir, dass es jetzt gleich schon weiter mit Story gibt. Geht. Also mit. Was ist Story? Es ist halt nur so. Es sind so ein kleine Mini-Events, die, das Spiel vorantreiben, langsam, aber sicher. 2 Einheiten Hartsteinsplitter, 1 Einheit kostbarer Zweig, sehr nett. 1 Stück Fragiarbeere, 40 Paradiespunkte. Damit sind wir Silber. Yeah! Doch das ist nicht alles. Hältst du auch eine Belohnung? Woo! 40 Items in Beute. Folgende Einrichtung: Flingsamenfeld, genau, dann noch Wabsamen, Schlafsamen und Wabsamenfeld, glaube ich. Genau, Wabsamenfeld. Bonusweg-Auskunft, okay. Kampfdojo, Flugdojo, Levelsamen, Lebersamen, Wassergeschenk. Unisonenstahl, okay. Schal und Goldbarren. Okay, das ist nett. Guten Morgen, Doki. Aber heute, auch heute werden wir, ja. Machen wir.